Hallo und seid herzlich willkommen hier zur neuen Folge hier auf meinem Kanal. Ja, wir sind jetzt hier nicht in einer Minecraft-Runde oder spielen Minecraft, sondern ich möchte euch in einer Reihe Plugins vorstellen, die ich selber auf meinen Server installiere und euch dann zeige, wie sie einzustellen sind. Und ja, und heute fangen wir an mit dem Plugin Your Scoreboard. Da können wir hier gleich mal runter. Das ist das. Das sind 15 Zeilen, wie man auch auf verschiedenen Servern sieht. Ja, es hat 15 Zeilen. Man kann verschiedene Sachen reinschreiben, zum Beispiel herzlich willkommen hier auf dem Server oder ja, oder die Regeln. Die Farben kann man auch alle ändern. Ja, die Seite, wo ihr es runterladen könnt, kommt natürlich unten in die Videobeschreibung. Und hier können wir es downloaden. Das wird dann eine JAR-Datei. Wenn man die runtergeladen hat, kann man die halt einfach auf seinen Desktop ziehen. Dann kann man es entweder bei FileZilla zum Beispiel reintun. So mache ich das manchmal, wenn ich Welten importieren will. Oder ich mache das direkt, also mein Server ist auf Nitrado, dann auf Nitrado hochladen. Auf jeden Fall, wenn man das gemacht hat, sollte man den Server nochmal neu starten. Dann kommt hier diese Datei nochmal. Eine Datei, wo man halt, wo die Config drin ist. Das mache ich jetzt hier meistens über Nitrado. Und ja, dann sieht man hier, so, wenn wir hier runtergehen, hier die Scoreboard-Title, Your Scoreboard steht da, das ist das hier. Das hier. Das sind weiß, Your Scoreboard. Zeile 16 kann man sagen. Die können wir jetzt hier mal in meinen Namen. Die Striche davor und dahinter und die und das Zeichen und die Zahl, das muss da bleiben. Wegen der Farbe, also dieses und 5, das ist jetzt Farbe weiß. Und ja, jetzt könnten wir das noch umändern. Das könnten wir jetzt mal in. Welche Farbe sehen wir da? Wir nehmen jetzt als Überschrift rot und das ist Zeile 1, 2, 3, 4, 5. Gehen wir jetzt mal eben so. Line 5. Da sehen wir jetzt und 4 und. Können wir uns mal eben so kopieren. 4 und. Ups. So. So. Jetzt dürfte das schon mal rot sein. Jetzt können wir zum Beispiel schreiben auf der ersten Linie, die ganz unten ist. Eigentlich können wir das hier alles so lassen. Wir müssen das hier dann nur auf Fall stellen. Das kann ich ja mal eben machen. So, und nachdem ich das jetzt hier alles in False aussehe und was ich hingeschrieben habe, ja, jetzt könnte man das schon mal anfangen zu lesen. Hallo, hier auf dem Server von MC Fisch zockt. Viel Spaß. Und ja, da, danach müsst ihr nochmal den Server eben neu starten. Und bevor ich es vergesse, man sollte immer speichern. Das hatte ich, das Problem eben. Ja, dann gehen wir jetzt eben auf Dashboard und Server neu starten. Neu starten. Server wird nun gestoppt. So, und nachdem wir jetzt hier wieder den Server neu gestartet haben, was etwas länger gedauert hat, weil es da ein Problem gab, weil ich mich aus Versehen etwas verschrieben habe. Und ja, jetzt können wir hier auf den Server gehen. Wir jetzt drauf. Können wir das mal eben hier so rüberziehen. Und ja, jetzt sehen wir hier rechts oben in lila, weil ich habe das musste das umändern, weil es sonst nicht ging, sonst war es durchgestrichen. Halt MC Fisch zockt. Hallo hier auf dem Server von MCs Zockt. Das in Schwarz hasse ich auch, oder nicht hassen, aber mag ich nicht so, weil man es kaum sieht, außer man guckt, wenn man
So. Dann geht's gerade so, wenn es heller ist, auf jeden Fall viel Spaß. Das Hi-Hi und sowas, das habe ich dann einfach so gelassen. Und ja, dann war es das schon von diesem Plugin. Wenn es euch gefällt und ich weitere machen soll, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Oder ich werde es auf jeden Fall erstmal weitermachen, damit ich euch helfen kann mit den Plugins. Dann werden auch bald welche für 1.9 kommen. Und ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.